Ihr seid heute mal bald rein. An die Wand geht's los. Jeder, der auflaufen will, macht jetzt die Ohren auf und den Mund zu. Jetzt warten. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Bitte? Dein Name? Mein Name ist Salina. Salina. Salina betreut uns heute Abend. Ich will euch was erzählen. Ganz wichtig. Sonst seht ihr im Fernsehen scheiße aus. Wollen wir nicht. Scheiße! Ist das gut? Okay. Also bevor wir zum Spielfeld gehen, werden wir uns in zwei Reihen aufstellen. Mhm. Links 11 und rechts 11. Und wir werden die ganze Zeit so bleiben. Ihr lauft mir dann hinterher. Und wenn wir dann vorne sind, wir haben mich zusammen auf das Spielfeld gelassen. Ein Betreuer von euch kommt mit mir rauf und wir stellen uns dann zusammen in zwei, also in den Reihen, wie ihr seid, auf das Spielfeld rauf und warten dann, bis die Spieler runterkommen. Jeder nimmt dann einen Spieler an die Hand und läuft dann mit dem zum Mittelfeld. Ja, aber wer mit Bochum und Union, was, wie teilen wir das dann aus? Weil Sascha hat gesagt, wir dürfen uns die nicht fahren, die dürfen sich aussuchen. Und dann sind vielleicht mehr Union als Bochum. Da sind immer 11 Spieler auf jeder Seite. Ja, ich weiß. Ja, aber dann gibt es doch selber aufteilen. Na, dann müssen wir. Sie haben heute die Entscheidungsrecht. Zuallererst haben die Entscheidungsrecht, die im Olympiastadion nicht aufgelaufen sind. Alle anderen müssen sich unterordnen. Alle die, die nicht im Olympiastadion auflaufen durften, dürfen sich heute Abend entscheiden, will ich bei Union oder will ich bei Bochum? Und alle anderen müssen sich dann anpassen. Aber dann wären es mehr Unioner. Nee, es sind weniger im Olympiastadion. Wer von euch war mit dem Olympiastadion? Arm hoch. Nee, na, wer ist nicht aufgelaufen? Wer ist hierüber nicht mit aufgelaufen? Ja. Wer ist Du bist hier stehen geblieben. Karl, Union oder Bochum? Nee, du bist aufgelaufen mit. Jasper, du bist Bochum. Hat er gesagt, er will Bochum. Union oder Bochum? Du wirst stehen bleiben. Ja, hier bei mir stehen bleiben. Oh, ich bin aber mit Union. Nein, war er nicht. Jungs! Jetzt wieder durcheinander. Das sehen wir gleich nochmal. Los geht's. Ja, also das mit dem Klappe üben klappt noch gar nicht. Das nach vorne gucken ging gerade so, aber die Reihen sehen einigermaßen aus. So, nochmal, das muss nochmal. Und eins, zwei. Letzte Ansage, einmal zuhören. Ihr habt gehört, ihr lauft dann mit den Jungs aufs Feld. Ihr steht an der Mittellinie am Anstoßpunkt. Dann kommt der Schiedsrichter, wird die beiden Mannschaftskapitäne begrüßen und dann werdet ihr von den Spielern, das werdet ihr merken, die geben euch dann einen kurzen Klapp auf dem Rücken. Das ist euer Zeichen, aus die Maus, vorbei.
runtergerannt, kommt vom Feld. Ich stehe an der Seite, blaue Jacke, die Kollegin steht da, weiße Jacke. Wirklich runtergerannt kommen. Jetzt nicht irgendwie runtertraben, wirklich rennen, damit die Jungs dann da zackig Anschluss halten können. Und es gilt dasselbe wie im Olympiastadion. Es sind überall Kameras. Ihr seid im Fernsehen. Das ist heute Abend Live-Übertragung im Fernsehen. Auf welchem Sender? Wir präsentieren uns da vernünftig. Keiner macht Grimassen. Keiner macht irgendwelchen Spinnefax. Ja? Seid Sportler, seid Fußballer. Nein. Laurentia, Laurentia. Wann werden wir wieder beisammen sein? Sonntag. Ach, hören wir nun endlich! Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mehr! Und ich bei meiner Laurentia mehr! Laurentia mehr! Sonst macht er alleine weiter mit den Monaten! Nein! Nein. Eins hier rüber, zwei! Ja, ihr müsst ruhiger sein. Ey, ihr müsst leiser sein. Dann kriegt ihr das auch weitergegeben. Das Spiel hat 90 Minuten gedauert. Habt ihr unterschiedliche Dinge oder gleiche Dinge? Nee, wir haben das Spiel hat 90 Minuten. Okay. Hä? Ja, wirklich! Auch von heute! So, ich sehe hier immer noch ein bisschen Linie. Linie? Wo ist die Linie? Wo? Keine Faxen! Was für Schuhe? Ach, wir binden noch Schuhe. Ich hab verstanden, wir binden noch Schuhe. Wir binden noch Schuhe. Ey, Mann, die sind so weit, zurück, zügig. Aber das ist kein Wettrennen. Nicht wer der Erste ist. Das ist jemand gewonnen. Ihr lauft da. Wir waren die Unruhigen. Ja. Stehen die jetzt richtig oder machen wir die gleiche? Wenn die Spieler euch einen Platz geben, dann nicht ein Wettrennen starten. Okay. So. Und genau diese Linien will ich sehen. Bleiben wir jetzt bis zur Kabine. Die
Weißt du, wie war's? Gut, super! Super! Ich weiß zwar nicht, wen ich hatte, aber... Vorsicht! Hey Simon, weißt du, neben wem du gestanden hast? Union oder Bochum? Du kennst dich wieder? Und bist du mega geil? Warum an Union? Hast du bei Union gestanden oder bei Bochum? Bei Union. Und neben wem? Nee, ich hab's nicht drauf bekommen. Aber war super, der war super nett. Der war nett und hat mit mir geredet und alles war super. Und bei mir hat er mir einfach gesagt, und jetzt geh weg. Nein, er hat einfach gesagt, und jetzt... Hat er zweimal gesagt, hier mal winken, da mal winken und so, und jetzt nochmal da und dann. Und dann hat er gesagt, jetzt kannst du laufen. Und Jungs, ey! Super, war richtig Stimmung. Agib, wo hast du ihn gestanden? Union oder Bochum? Bochum, mein Lauf bei Bochum. Ah, und die waren? Gut. Noch keiner raus. Bei wem? Bochum. Hast du geguckt, wer im Stadion sitzt? Ja. Komm mal hier hin. Waren viel zu viele. Die Aufnahme. Du warst nicht der Erste, aber das machen wir gleich noch. Komm, geh mal raus. Du willst ja was erzählen, du kommst rein. Komm. Junge, wie war's? Gut. Hast du bei Union gestanden? Ja. Kennst du die Spieler? Und sonst? Haben wir was zu dir gesagt? Nee, aber dem letzten Spiel Deutschland gegen die Türkei hat er auch nichts gesagt. Ja, die haben ja auch wieder so gesprochen. Mhm. Was war das für? Also das war richtig toll, dass alle so auf einen geguckt haben. Weil in der Schule, da gucken die immer nur auf einen anderen. Es ist total komisch, wenn alle einen angucken. Darf ich auch noch erzählen? Ja. War schön. Ja. Ich würde gerne noch mal auflaufen. Ich könnte auch noch mal ein Interview. Tschüss! Stopp! Ich bin noch auf die Toilette. Die Toilette. Ich bin noch auf die Toilette.